Grüß euch, der Feiner der Stone. Schön, dass ihr wieder angeschaut habt zu eurer Zockt. Heute im nächsten Teil von Agatha Christie's Hercule Poirot, The Case of London. Und da können wir jetzt ein bisschen umeinander hatschen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Mehr Stahl, da sind wir doch schon fertig, ja. Sprich mit Verdächtigen. Okay. Dann sprechen wir mal mit Verdächtigen. Wer ist denn hier verdächtig? Oh. Hier, interagieren. Irene gehört Smiths Wohngebäude. Der Flur in Irenes Gebäude, der zu ihrem Apartment führt. Hauptallee des Museums. Ihr befindet sich... verschiedene Kunst und historische Werke. Gut. Jetzt hängt's ein bisschen. Nein, da wollte ich nicht hin. Ach Gott, zackelt sie fix. Ich sagte Ihnen bereits letztes Mal, dass, falls Sie einen Fehler machen, falls irgendetwas anderes geschieht. Also geben Sie mir die Schuld dafür, dass das Gemälde verschwunden ist? Ich habe mein Herzblut für diese... Pardon. Das scheint mir eine Unterhaltung, die besser hinter geschlossenen Türen geführt werden sollte. Diese Unterhaltung wird stattfinden, wo und wann ich will. Ich denke, Inspektor Poirot meint, dass wir Sie an einem etwas weniger öffentlichen Ort führen sollten. Mir ist sehr wohl bewusst, was Ihr ausländischer Freund andeuten wollte, und ich gebe Ihnen genau die gleiche Antwort. Lassen Sie uns nicht sagen, was man später bereut. Eine kurze Atempause vielleicht? Atmen Sie, so viel Sie wollen, solange Sie dieses Gemälde finden. Dann reden wir halt da nochmal mit denen, wenn wir jetzt schon da sind, oder? Mademoiselle, darf ich um eine Minute Ihrer Zeit bitten? Was kann ich für... Können Sie nicht sehen, dass wir beschäftigt sind? Ah, okay, wir dürfen dann wohl nicht. Dann gehen wir halt. Schnellreise. Wolltet ihr gar nicht da hin? Hier, da wollte ich noch... Na? Irgendwie funktioniert das ganz wunderbar. So. Wo können wir noch hingehen? Es sind überhaupt keine Leute, mit denen man reden kann. Das ist überhaupt nichts. Er ist da. Mit ihrem Kanterien. Was brauchen Sie? Ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Was kann ich für Sie tun? Nicht. Merci, Monsieur. Wow, was für ein... das hat uns mal weitergebracht. Poirot, hier drüben. Der Zacharia! Ich habe von dem Gemälde gehört. Der Ärger scheint Ihnen ja auf Schritt und Tritt zu folgen. Wenn es etwas gibt, wobei ich helfen kann? Ich suche nach Madame Allen. Wissen Sie vielleicht, wo ich sie finden kann? Wenn sie noch nicht auf der Bühne steht oder probt, dürfte sie in ihrer Umkleide sein. Diese Gasse führt zur Hintertür. Ah, Bettys Umkleide. Zack. Oh, das ist nicht ganz das, was ich von einer Berühmtheit wie Betty Allen erwartet hätte. Eine Berühmtheit, die weder auf der Bühne noch in ihrer Umkleide ist. Sie denken doch nicht, dass ihr etwas zugestoßen ist. Bedenken wir den Zustand Ihres Zimmers und Ihre Abwesenheit, fürchte ich tatsächlich, dass etwas Schlimmes vor sich geht. Neue Gedanken freigeschaltet. Erst ein Diebstahl im Museum, jetzt ein Raub in Madame Allens Umkleide. Ich frage mich, ob es zwischen diesen zwei Taten eine Verbindung gibt. Ah, okay. Ha,
mitten im Raum auf dem Boden zurückgelassen. Konnten wir da mehr anschauen? Nein. Zerbrochener Bilderrahmen. Eine Anomalie unter den anderen Bilderrahmen. Ja, da ist die Göttergatte drauf. Da ist sie wohl ein bisschen stinkig. Fotografien von Betty Allen während ihrer Karriere. Auge in Auge mit den Stars. Na, man erkennt halt nichts. Das wäre die Türe. Ja, genau. Und da ist noch eine Türe. Und da sind so viele Türen aber auch. Dann lasst uns noch mal dahinter gehen. Gesprungene Spiegel. Aha. 7 Jahre Pech. Ich hoffe, der Verursacher ist nicht abergläubisch. Ein Damenschuh. Oh. Ein blauer Damenschuh. Mit dem kleinen Glassplitter in der Hacke stecken. Ja, da hat es wohl dagegen gehaut damit. Tresor. Aber wir dürfen wieder viel entdecken. Ein beträchtlicher Geldbetrag wurde übersehen. Keine Goldmünzen, die sind uninteressant scheinbar. Auf dem Etikett steht Johann Wohnung Ersatzschlüssel. Aha. Ein wunderbare Schmuckstücke sind angetastet. Unangetastet. Okay, was haben wir noch? Der Tresor stand weit offen. Vielleicht fand der Dieb nicht, was er suchte und setzte seine Suche andernorts fort. Okay, was haben wir noch? Das wollten wir nicht, da wollten wir auch nichts. Kein Zeichen von Gewaltanwendung. Der Dieb muss die Kombination gekannt oder herausgefunden haben. Okay. Wir sind voll super. Es sind noch immer Dinge darin, von denen man annehmen sollte, dass ein Dieb sie sofort einsacken würde. Der Dieb kannte die Kombination oder ist ein meisterhafter Dressurknacker. Der Dieb ließ den Tresor weit offen stehen, vielleicht im Eifer des Gefechts. Ich sollte mit Monsignor Hastings darüber sprechen. Was haben wir noch? Da haben wir Beutel, Koffer, aber die dürfen wir alle in die Uhr schauen. Wutzi fix, dass sie das nicht auf die Reihe bringen, mit in die richtige Richtung zum Drehen. Ha? So, dann sprechen wir mal mit Monsignor Hastings darüber. Was brauchen Sie? Ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Was kann ich für Sie tun? Mit den von uns gesammelten Beweisen können wir ausschließen, dass der Dieb nur eine Gelegenheit nutzte. Der Umstand, dass Wertgegenstände in diesem Tresor sind, lässt mich glauben, dass der Dieb nach etwas Bestimmtem suchte. Etwas, von dem er wusste, dass es im Tresor zu finden sein würde. Was bedeutet, dass er bereits vorher wusste, was der Tresor von Madame Allen enthielt. Mit anderen Worten, er kennt Madame Allen. Okay, wir haben mit ihm drüber geredet. So, was haben wir da jetzt? Da geht's weiter. Oh, wir dürfen Sachen finden. Na los, denken wir noch einmal darüber. Ach komm, das war doch super. Gesprungener Spiegel, Damenschuh, das ist mal fix. Was für eine Enthüllung. Was für eine Enthüllung! Der Damenschuh war eine praktische Waffe, um den Spiegel zu zerbrechen.
Bilderrahmen. Jemand, den Betty kennt, öffnete den Tresor. Umgefallener Stuhl. Der Typ kannte die... So vielleicht dann? Ich darf mich keinem Impuls hier. Ach, geh jetzt bitte. Meine das war doch... müssen... Zerbrochener Bilderrahmen. Spiegelglas mit der Hacke des Schuhs zerschlagen. Wertsachen im Tresor gelassen. Umgefallener Stuhl. Vielleicht umgefallener Stuhl und offener Tresor. Wo liegt ihr der Sinn? Na, weil das alles so hektisch war. Irgendetwas stimmt einfach nicht. Ja, ich verstehe nun wieder nicht, was wir tun sollen. Zerbrochener Bilderrahmen, jemand, der ihn kennt, so vielleicht. Das ist völliger Kack. Ich kann einfach keinen logischen Zusammenhang finden. Ich auch nicht. Aber meine Logik verstehst du wieder nicht. So, der Tresor ist offen gelassen. Tresor im Wertsachen. Diebkante die... Aber das haben wir schon gemacht, oder? Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Wir müssen mit Logik an diese Sache. Ja, regen wir nicht auf. Zerbrochener Bilderrahmen. Soll ich die zusammen machen? Blinken sie deswegen? Tatsächlich. Langsam etwas klarer. Das kapiere ich nicht, warum ich den Damenschuh und den zerbrochenen Bilderrahmen. Der Damenschuh war hart genug, um damit das Glas zu zerbrechen. Ach so! Ja, dann verbinden wir jetzt das mit dem, oder? Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Okay, einmal haben wir den gleichen Gedanken gehabt. Die Beschädigungen von Madame Ellems Abscheulichkeiten wurden von derselben Person verursacht. Okay. Wir haben hier alles, angeguckt. Ich sollte mit Monsignor Hastings darüber sprechen. Ja, dann reden wir mit Hastings. Was brauchen Sie? Ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Was kann ich für Sie tun? Jemand hat dieses Zimmer völlig zerstört. Wer könnte das Zimmer beschädigt haben? Wie hieß denn die? Betty? Betty könnte das gewesen sein. Warum Mrs. Allen? Echt jetzt? Okay, das war es nicht. Hakozak, ich verstehe dem seine grauen Zellen einfach nicht. Jemand, den Betty kennt, öffnete den Tresor. Und alles von einer Person? Ja, macht auch keinen Sinn. Gott im Himmel. Der gesprungene Spiegel und die Wertsachen im Tresor. Ja, auch nicht. Okay. Der gesprungene Spiegel und jemand hat den Tresor geöffnet. Ja, auch nicht. Der gesprungene Spiegel und jemand öffnete Betty den Tresor. Kennt er? So, also der gesprungene Spiegel ist völlig uninteressant. Jemand öffnete und alle von einer Person. Okay, auch nicht. Wir gehen jetzt jede Kombination hin. Ich verstehe es nicht. Jemand, der den Betty kannte, öffnete den Tresor und Wertsachen im Tresor. Ja, auch nicht. Okay. Ich würde gerne wissen, was die zwei da zu tun haben. Jetzt bleibt eigentlich nur noch... Alle Schäden und Wertsachen im Tresor gelassen. Auch nicht. Was kann ich für Sie tun? Mir fehlt da noch irgendwas ganz Wichtiges. Ja, da fehlen mir einfach noch zwei Sachen, ne? Was kann ich für Sie tun? Gar nichts! Merci, Monsieur. Hakozackel! Sie fixen um ein Nei!
Aber hier kann ich doch nichts mehr anklicken. Und da kann ich auch nicht weitermachen. Der Damenschuh hat alles zerbrochen. Ja, das... So weit war ich auch. Finde den Weg, Horace abzulenken. Präsentiere Hastings deine Schlussfolgerung. Ich raff's nicht. Ich raff echt nicht, was ich hier noch tun soll. Habe ich irgendwas übersehen, was man anpicken kann? Mit dem Tresor haben wir schon alles gemacht. Hier haben wir auch schon alles gemacht. Es gibt nichts mehr zu tun hier. Also müssen wir doch mit ihm drüber reden. Was brauchen Sie? Was kann ich für... Aber wir haben doch schon jede Kombination. Es sind noch immer Dinge darin, von denen man annehmen sollte. An die würde sie sofort einstecken. Alle Schädel von einer Person verursacht und der gesprungene Spiegel. Das ist das Einzige, was mir logisch erscheint, aber das will er ja nicht mal haben. Alle Schäden von einer Person und die hat jemanden geöffnet, den sie kannte. Macht auch keinen Sinn. Leute, ich verzweifle. Jemand, den Betty kannte und die Wertsachen sind im Tresor geblieben. Der gesprungene Spiegel. Macht auch keinen Sinn. Meiner Meinung nach der Schuh. Was kann ich für Sie tun? Gar nichts kannst du für mich tun, scheinbar wirklich nichts. Merci. Ich möchte den Schuh nochmal anschauen. Komm, schauen wir den Schuh nochmal. Oh. Ein blauer Hack gesteckt. Den Spiegel können wir anschauen. Ha. Den Tresor können wir anschauen. Wo wir aber schon alles entdeckt haben. Ja, das hatten wir alles schon gelesen. Mitten auf den Boden zurück. Ich kann aber auch hier nichts weiter anklicken. Das Bild, was ja scheinbar auch mit dem Schuh zu tun hat. Dann kann ich die Dinger da hinten... Ich würde die Schuhe gerne begutachten, aber das geht ja nicht. Ha. Ich schnall es nicht. Was kann ich hier? Wo geht's dahin? Da geht's wieder raus. Das wollen wir ja gar nicht. Eigentlich wollten wir ja mit Hastings drüber reden und ihm sagen, warum Madame alles kaputt gemacht hat, aber irgendwie... Was brauchen Sie? Was? Es gibt aber auch keine weiteren. So, wir haben alle Schäden von einer. Wir gehen jetzt nochmal alles durch. Ich weiß es sonst nicht. Und gesprungene Spiegel. Okay, das ergibt keinen Sinn für dich. Für mich auch nicht. Alle Schäden und Tresor. Okay. Alle Schäden und Betty. Okay, alle Schäden ist nicht mit dabei. Nicht mit den Sachen. Spiegel und Wertsachen. Spiegel und alle Schäden.
Spiegel und Betty. Okay. Spiegel und Betty. Es fehlen einfach noch zwei Sachen. Was kann ich für Sie tun? Es fehlen einfach definitiv noch zwei Sachen. Merci, Monsieur. Die ich noch rausfinden muss, deswegen gehen wir jetzt einfach. Ich kann später nochmal mit Hastings reden. Ich weiß sonst nicht, was wir tun sollen. So. In London einen Dieb zu fangen? Da haben Sie sich was vorgenommen, mein Freund. Oh, okay. Mehr kann ich mit dem gar nicht reden. Schade. Okay, da will er nicht hingehen. Da ist der Hastings wieder. Mit dem brauchen wir jetzt nicht schmatzen, weil lohnt sich nicht. Die können wir nicht anlabern. Den kann ich nicht anlabern. Da will er nicht hingehen. Schnellreise. Dann gehen wir zu dem Wohngebäude. Ich raff es nicht. Hallo? Wer ist da? Bonjour, Madame. Sie sind kein Engländer. Woher kommen Sie? Was tun Sie hier? Das ist auch das Erste, was ich durch die Tür fragen würde. Madame, ich bin Inspektor Hercule Poirot von der Polizei des Belgischen Königreichs. So, so. Und? Ich hatte gehofft, mit Ihrer Nachbarin zu sprechen. Mademoiselle... Sie ist nicht da. Wollen Sie warten? Wissen Sie, wie lange Sie... Sie können ihr das hier geben. Sagen Sie ihr, ich tat damit, was ich konnte. Das werde ich gern tun. Adieu, Madame. Wir haben irgendwas im Inventar. Was haben wir denn im Inventar jetzt? Der Hund nervt. Irenes Schal übergeben von Mrs. Kruchem für im Apartmentflur. Okay. Oh. Der Hund jetzt starrt. Wie es scheint, ist sie nicht zu Hause. Ich werde den Schal einfach an die Tür hängen. Ich sollte später zurückkehren, wenn Mademoiselle daheim ist. Es gibt Antworten, die ich brauche. Wo habe ich denn jetzt den Kleiderbügel hergehabt? Okay. Dann geht jetzt der Hund wieder los wahrscheinlich. Voll, der Hund geht wieder los. Super. Los weg, dass der Hund start ist, bitte. Bitte geh! Wir wollen, dass der Hund start. Wir wollen, dass der Hund start ist! Haupthalle des Museums, hier befindet sich verschiedene Kunden. Bla 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 bla. Dann gehen wir da nochmal hin. Such mal den anderen ab. Leute, ich weiß nicht, was wir gerade tun. Also so gar nicht. Dann reden wir halt mit ihm. Euer Gnaden, es gibt Angelegenheit... Sie verstehen... Merci, euer... Nö, nö, nö. Ich verstehe es nicht. Da ist ja noch jemand. Guck mal an. Das ist wieder der Hastings. Oh. Okay, nur mit dem Schlüssel kann er hier die Ermittlungen vorsehen. Wir haben keinen Schlüssel.
Die Sachen, die hier lagen, sind auch alle weg. Nach oben gehen Mager noch nicht. Ja, ja. Wie lenke ich den denn ab? Wie lenken wir denn den Horrors ab? Wir können ja wieder mal nichts anklicken. Hier ist auch nichts zum Anklicken. Geht er dahin? Ach, da geht er einfach hin, okay. Ich glaube, Ihnen ist die Schwere der Situation nicht bewusst, Detective Inspector. Die ist mir sehr wohl bewusst, aber ich werde die Ermittlungen durchführen, wie ich sie für richtig halte. Das ist nicht gut genug. Wie würden Sie sich fühlen, wenn... Was rede ich denn da? Sie könnten sich so etwas niemals leisten. Ich kann Ihnen versichern, Detective Inspector Hardwick und seine Männer werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihr vermisstes Gemälde zu finden. So, haben Sie jetzt einen dahergelaufenen Beamten aus einem anderen Land, der Ihre Schlachten für Sie schlägt? Ich spreche für niemanden als mich selbst, Monsieur. Und Sie habe ich nicht gefragt. Hardwick, Finn! Jawohl. Und ich heute auch gar nichts mehr machen. Da kann ich wirklich für zur Haupthalle. Mit dem Hardwick können wir reden? Wenn Sie sich um ihn kümmern wollen, nur zu. Würden Sie erlauben, dass ein dahergelaufener Beamter einen Moment Ihrer Zeit in Anspruch nimmt? Ich bin sehr beschäftigt. Dann will ich meine Fragen kurz halten. Ich würde sagen, der Herzanfall war der denkwürdigste Teil des Tages. Nur zu verständlich. Aber davor... Ich sprach mit dem Bischof. Oder genauer gesagt, sprach er zu mir. Er bemerkt es nicht, aber er kann recht hitzig werden. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Das tat ich. Der Mann will einfach, dass jemand seinem andauernden Geschwafel zuhört. Ich konnte einfach nicht länger dastehen und ihm zuhören. Ich beschloss, ihn stehen zu lassen und das Planetarium von oben zu betrachten. Dort traf ich dann diese junge Dame, Betty Allen. Sie beide unterhielten sich? Kurz. Aber sie suchte nach ihrem Ehemann, also glaube ich, dass sie mit den Gedanken anderswo war. Okay. Ich werde Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Okay, super. Haupthalle, Haupthalle, Haupthalle. Ja, das war's. Mehr geht da nicht. Und ich kann nicht mit ihr oder ihm reden, weil die zwei sich ja streiten. Mademoiselle, darf ich um ein... Können Sie nicht... Ja. Was brauchen Sie? Was kann ich... Hier Merci gar nicht. Ich bin ein wenig überfragt gerade. Da unten möchte ich gerne hin. Aber ich kann nur die zwei, also machen wir da weiter. Es ist wirklich faszinierend. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen.
Aha. Sie sehen sehr glücklich zusammen aus. Diese Fotografien wurden nicht beschädigt. Ja, das hatte ich gerade vorhin noch nicht. Können wir da jetzt wieder was verbinden? Scheinbar können wir irgendwas tun, tatsächlich. Guck an, Dieb kann den jemand öffnen und will. Fotos von Betty alle intakt. Das verbinden wir jetzt mit. Ordnung und Methode. Diese Kombination ist der einzige Weg. Okay, das war falsch. Das können wir verbinden mit... Ich sollte dies weiter... Nein, das war es nicht. Ich muss eine andere Herangehensweise wählen. Oh, du regst mich so auf! Damit... Magnifique. Es muss einen Grund geben, warum diese Fotografie das Ziel des Einbruchs war. Auf Fotografie von Johann abgesehen. Und das verbinden wir jetzt mit... Ich kann nichts verbinden, deswegen. Aber vielleicht haben wir jetzt genug, um mit ihm zu schrammatzen. Was kann... Weil alle Fotos von Betty intakt sind, aber ist jemand auf die Fotografie davon? Okay, nein. Das wäre zu einfach gewesen. Weil... alle Schäden von einer Person abgesehen wurden und ist die Fotografie von Johanna kaputt ist. Ich glaube, Madame Ellen trägt die Schuld für die Schäden. Madame Ellen steckt hinter der Unordnung, die wir hier sehen. Voller Zorn hat sie... Sagen Sie mal, was machen Sie hier drin? Polizei! Pardon, Madame Ellen. Ich wollte keine Aufregung verursachen. Ich bin Inspektor Poirot. Sie erinnern sich von der Gala? Oh, ja, ich erinnere mich. Gebt ihnen dennoch nicht das Recht, hier herumzuschnüffeln. Schnüffeln? Schnüffeln? Fette Hobbits sind immer so höflich. Schnüffeln? No. Geduldig warten. Oui. Sie können draußen warten. Ich werde dort mit Ihnen reden. Also los doch, raus! Zicke! Ich bin mir sicher, dass mit einem Ellen ihren Ehemann Monsignor Christiansen niemals als Verdächtigen sehen würde. Doch er war derjenige, der auf den Tresor zugegriffen hat, obwohl es Madame Ellen war, die den Schaden in ihrem eigenen Zimmer verursacht hat. Okay, wir haben wieder irgendwas geschafft. Yeah. Dong, ding, dang, dong, dong. Sie stecken wirklich voller Fragen, nicht wahr? Woran erinnern Sie sich, was die Gala angeht? Nun, weil Johann sich verdrückte, musste ich ein Gespräch, und den Ausdruck verwende ich nur im weiteren Sinn, mit Mr. Ellsworth und dem ach so wichtigen Bischof führen, wie er sich selbst gern nennt. Wo ging Ihr Ehemann hin? Mir schleierhaft. Aber als ich ihn wieder sah, wurde er von dieser verrückten Künstlerin angegriffen. Das haben Sie sicher gesehen? Das habe ich. Und auch wenn ich derartiges Verhalten nicht gutheiße. Wenn Sie den Angriff dieser Frau auf meinen Ehemann verteidigen wollen, will ich Sie sofort unterbrechen. Sieht Ihre Umkleide üblicherweise so aus?
Das geht Sie nicht wirklich etwas an, nicht wahr? Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn etwas Unerfreuliches geschehen ist und ich mich dem nicht angenommen hätte. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ich bin eine emotionale Frau. Und dabei belassen wir es. In Ordnung? Ja, klar. Emotionale Frau nennt sie das. Hölle gestört, die Alte. Ich hielt es für das Beste, dort zu verschwinden. Er mag seine Zunge im Zaum gehalten haben, aber wenn ich sie in die Finger gekriegt hätte... Oh, wen? Wen wolltest du? Ihr Ehemann erwähnte, sie hätten sich nicht gut gefühlt, no? Ich? Nein. Ah, je vois. Darf ich Sie vielleicht nach der Schnupftabakdose fragen, die gefunden wurde? Ich hörte, die Briten mögen das Zeug, aber für mich ist das nichts. Tut mir leid. Sie waren äußerst hilfreich. Hilfreich. Okay. So. Jetzt könnten wir da nochmal mit Ärm schmatzen, oder? In London ein Dieb zu... Das hatten wir schon, okay. Sprich mit Verdächtigen, präsentiere Hastings deine Schlussfolgerungen. Finde einen Weg, Horace abzulenken. Das mit dem Horace macht mich auch noch fertig. Soll ich jetzt mit ihm reden oder was hier? Was brauchen Sie? Was kann ich... Nichts. Merci. Nichts muss ich mit dir besprechen, es ist alles okay. Ich wollte nur wissen, ob du noch sprechen kannst. Museum, da unten darf ich ja nicht hin. Nee. Wie lenken wir den jetzt ab? So. Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Probieren wir es nochmal. Ich hoffe, Sie ziehen einen Nutzen daraus, meine Zeit zu verschwenden. Hitzig? Wer behauptet das? Das sind die Worte von Monsieur Ellsworth. Der Mann ist in der Politik. Er sollte wissen, was hitzig bedeutet. Vielleicht war ich ein wenig forsch. Es war sonst niemand da. Wie hätte ich denn wissen sollen, dass er einen Herzanfall hatte, als er sich an die Brust fasste? Das hätte alles Mögliche sein können. Und als ich sah, dass er gesundheitlich angegriffen war, ging ich Hilfe holen. Ich muss mich wohl auf dem Weg zurück verlaufen haben. Ich glaube nicht, dass Bischof Mountjoy der Auslöser für den Herzanfall von Monsieur Ellsworth war. Aber er scheint das zu glauben und setzt alles daran, sich selbst davon zu überzeugen, jede Schuld abzuweisen. Okay. Merci, Euer Gnaden. Kann ich jetzt mit ihr reden? Ja, scheint besser zu sein. Was kann ich für sie tun? Enden alle ihre Gespräche auf diese Weise? Er weiß einfach... Wie ihre Misch, er weiß, was mir dieses Museum bedeutet. Das ist uns allen klar. Er glaubt, durch seine Position sagen und tun zu können, was er will. Aber wenn er glaubt, mich so leicht loswerden zu können? Das Museum ist mein Leben und wenn irgendjemand, er eingeschlossen, versucht, das in Gefahr zu bringen, lasse ich mich nicht für meine Taten verantwortlich machen. Nun ist es Zeit, mir Zugang zum Restaurant zu uns Zimmer zu gewähren. Es tut mir leid, der Detective Inspector bestand ausdrücklich darauf, dass ich niemanden hineinlasse. Nichts liegt mir ferner, als den Ruf des Detective Inspector zu beschmutzen. Aber ich halte seine Methoden für fragwürdig. Ich kann Ihnen versichern, setzen Sie Ihr Vertrauen in Inspektor Poirot. Dann wird er die reumütige Magdalena zurückbringen. Und bescheiden auch noch, das kann wohl nicht schaden. Folgen Sie mir. Oh Mann. Ha, bitte sehr. Der Schlüssel. Er ist in sehr viel besserer Verfassung als gestern?
Er sah abgenutzt aus und war ganz verrostet, also habe ich ihn gesäubert. Ist das ein Problem? Wenn Sie noch etwas finden, das für die Ermittlungen von Wichtigkeit sein könnte, bitte ich Sie, es so zu belassen, wie Sie es vorfinden. Weitere Beweise wurden manipuliert. Es ist, als würde niemand wollen, dass dieser Fall gelöst wird. Der Schlüssel riecht sehr markant nach Terpentin, was Mademoiselle Warbecks Aussage bestätigt. Sie habe ihn von Rost gesäubert. Das macht man seit neuestem mit Terpentin. Der Rost muss sich allerdings eine ganze Weile angesammelt haben. Warum ihn also jetzt entfernen? Hoppala. Vielleicht benutzte sie es bereits für etwas anderes. Farbe möglicherweise. Ich sollte dazu Beweise finden, die meinen Verdacht entweder bestätigen oder entkräften. Oh, echt jetzt? Der Generalschlüssel sollte hier funktionieren. So. Neue Gedanken freigeschaltet. Monsignor Hastings und ich sollten herausfinden, ob der Dieb dieses Zimmer betreten hat. Okay. Dann fangen wir doch mal an, dass wir hier alles absuchen, was wir schon sehen können. Hier. Blauer Farbfleck auf der Kiste. Ah. Man bräuchte einige Kraft, um sie hochzuheben. Ein Fleck blauer Farbe, wie achtlos. Der Boden knarzt, ob das wichtig ist. Da war was. Restaurationstisch. Aha. Oh, wir können ganz viel entdecken. Yay! Was können wir denn entdecken? So, wir fangen mal mit dem Farbding da an. Die Farbpalette eines Künstlers, bedeckt von diversen Spritzern. Noch trocknender Farbe. Okay, das war schon mal gut. Das könnte Terpentin sein. Nein, aber das? Auch nicht. Das Buch? Ein Buch über Ölfarbpigmente und wie diese hergestellt werden, wenn ich nur die Zeit hätte, es zum Vergnügen zu lesen. Oh mein Gott. Yeah. Da unten irgendwas? Schublade? Nein. Die Schublade? Nein. Die Schublade? Nein. Die Glasel? Das da? Die Schere? Huh. Eine scharfe Schere. Super, eine scharfe Schere. Einige kleine hölzerne Stöcke, an deren Ende Baumwolle geklebt ist, womöglich ein selbst hergestelltes Werkzeug, um Farbe von einem Gemälde zu entfernen. Okay, dann haben wir den Tisch auch. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Wahrheit. So. Da haben wir noch was. Grüner Farbfleck. Jetzt geht's aber los. Viele Farbflecken hier. Ein Fleck von etwas, das offensichtlich nur grüne Farbe ist. So, grüner Farbfleck. Eigentlich würde ich ja gerne jetzt hier noch, so, jetzt gehen wir nochmal da lang. Da sind übrigens keine Farbflecken. Da ist noch einer. Na, den haben wir doch schon geschaut. War doch keiner da. Gelber Farbfleck. Eine strichgelbe Farbe. Ich verstehe durchaus, dass ihr Arbeiten im Gange sind. Aber muss dieser Zustand wirklich sein? Es sind Fingerabdrücke, du Spacken. Strich. Strich, sagt er. Okay, jetzt schön langsam würde ich sagen, wir haben hier schon ziemlich alles durch. Da ist der blaue Fleck.
Der Restaurationstisch, mit dem haben wir schon interagiert. Den Hut mag er nicht angucken. Da war ein grüner Fleck. Haben wir noch irgendwo einen roten Fleck? Das wäre auch noch total super. Warum können wir da eigentlich nicht rein? Na, jetzt geht er um hier. Also wir können da nicht rein. So. Dann haben wir jetzt hier dieses... Oh, wir haben einen Reinigungstupfer. Sehr schön. Wozu auch immer wir diesen Reinigungstupfer brauchen. So. Wir haben ganz viele Beweise gefunden, können aber überhaupt nichts miteinander verbinden. Das ist ja super. Super. Inspiziere das Restaurationszimmer des Museums. Ja, das mache ich doch. Interagieren. Interagieren. Den zeigt er mir nicht mehr an, den blauen Fleck. Den habe ich jetzt schon zweimal gemacht, aber auch. Galerietür. Aha. Das Schloss bestimmt. Unmöglich hineinzusehen. Und das? Ha. Nichts Ungewöhnliches. Wow. Logisches Denken wird stets obsiegen. Ha. Ja, ist okay. Guck mich das. So, logisches Denken wird obsiegen. Ach so, das war Schlüsselloch. Da ist dieser grüne Fleck nochmal. Okay. Kann ich jetzt hier interagieren? Hm. Ne? Also ich kann ja eh nichts anderes machen. So, ich kann die Reinigungstupfer nochmal angucken. Ich habe den Restaurationstisch noch. Aber den haben wir ja komplett schon. Oh. Da war noch was. Da war noch was, da war noch was, da war noch was. Ich habe es gerade entdeckt. Benutzen. Mit Wattepäuschen bitte. Nun ist die Baumwolle mit Terpentin getränkt. Ah. Jetzt können wir da auch was benutzen. Feuchtes Wattestäbchen. Okay, wir haben wieder irgendwas. Nichts im Schlüsselloch. Es ist nichts im Schlüsselloch. Okay. Nimm noch mal so ein Wattestäbchen. Ich finde das toll, wenn wir das haben. Der stechende Geruch von Terpentin entströmt der Flasche. Super. Ich schnall mal wieder nichts. Es ist unfassbar.
sehr seltsam. Meine Freunde. Was sollen wir schon wieder tun, wenn nicht... Ich kann halt wirklich auch nichts mehr machen, ne? Nichts, was wir nicht schon haben. Wir können noch mit dem Hastings interagieren. Aber ich weiß nicht, ob der... Was brauchen Sie? Was kann ich für... Gar nichts. Das war mir klar. Wenn im Schlüsselloch nichts drinsteckt. Haben wir noch hier Dachlichter? Können wir da oben noch? Kinders? Stell mir oh wie der letzte Depp wahrscheinlich wieder, aber für zum Westflügel. Meine Fresse. Ich kann nichts Vernünftiges tun. Jetzt hängt er wieder an der Kiste fest, der Depp. Mhm. Achso, auch da können wir. Ah. Unmöglich hineinzusehen. Ha. Nichts Außergewöhnliches. Okay. Benutzen. Wartestäbchen. Voila, das Stöckchen ist blau gefärbt. Der Beweis dafür, dass auf dem Schlüssel blaue Farbe war. Aber geriet dem Dieb die Farbe auf den Schlüssel, bevor er das Zimmer betrat oder danach? Ja, super. Haben wir jetzt irgendwas zum Tun? Jetzt haben wir was zum Tun. Blaue Farbe... Am Schlüsselloch. Blauer Fleck auf der Kiste. Das wird mich nicht näher an mein Ziel bringen. Ah, das wäre so logisch gewesen, dass man das miteinander verbindet. Schlüssel wurde gereinigt, Farbe im Schlüsselloch. Gibt es etwas, das sich meinem Blick entzogen hat? Schlüssel wurde gereinigt, blauer Fleck. Die Hinweise deuten auf etwas anderes hin. Okay. Farbpalette, blauer Schlüssel. Ich sollte dies weiterverfolgen. Oh! Farbloch, blaue Finger. Die Hinweise deuten auf etwas. Es macht mich fix und fertig. Es tut mir so leid. Nichts im Schlüsselloch und blaue Farbe im Schlüsselloch. Wieso soll ich das verbinden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sind zwei völlig verschiedene Türen. Der Schlüssel wurde von der Westflügeltür benutzt, nachdem er in die Farbe gefallen war. Okay. Der farbverschmierte Schlüssel wurde in der Westflügeltür benutzt. Mit was? Dann verbinde ich das jetzt mit dem? Ein Schritt weiter auf dem Weg zur Wahrheit. Tatsächlich. Es ist wahrscheinlich, dass der Dieb die Farbe am Schlüssel nicht sofort bemerkt hat. Er könnte welche an den Enden gehabt haben. So. Und der blaue Fleck hier könnte dann damit zu tun haben? Das wird mich nicht näher an... Okay, nein, Entschuldigung. Natürlich mit dem blauen Fleck. Die Antwort lag direkt vor mir. Der Dieb muss die Kiste bewegt haben, um sich Zugang zu verschaffen. So, Kiste wurde vom Dieb bewegt. Verbinden wir mit... Gelber Fleck für mich sind es immer. Ich muss eine andere Herangehensweise. Okay. Dann verbinden wir es mit.
Den blauen Fleck auf der Kiste. Aber na los, denken wir noch einmal. Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Wir müssen mit. Aber ich kann die Farbpalette und den farbverschmierten Schlüssel jetzt verbinden. Vorhin ging das nicht. Das ist doch ein Scherz. Oh, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Ich wollte doch bestimmt, da ist doch bestimmt noch irgendwas passiert. Nee, ist nichts mehr dazugekommen. Okay. Inspiziere das Restaurationszimmer. Das als der Dieb die Tür zu diesem Raum zum Westflügel öffnete, war keine Farbe auf dem Schlüssel. Wir wissen, dass keine Farbe auf dem Schlüssel war, als er die Tür zur Galerie auf- und zuschloss. Aber es ist Farbe auf dem Schlüssel, als der Dieb die Tür zum Westflügel verschließt, nachdem er das Gemälde gestohlen hat, was uns verrät. Der Schlüssel wurde in diesem Zimmer mit Farbe besudelt. Oui. Und erst nachdem das Gemälde gestohlen wurde. Nun, was geschah zwischen dem Verschließen der Tür zur Galerie und dem Verlassen dieses Zimmers, um die Tür des Westflügels zu verschließen? Das Bild wird langsam klarer, und in der Farbe liegt die Lösung. Der Dieb öffnete die Tür vom Westflügel zu diesem Raum, öffnete die Tür zur Galerie und stahl das Gemälde, kehrte dann zurück und legte das Gemälde auf den Tisch. Der Dieb verschloss die Tür und kehrte zum Gemälde zurück. Aber dann, ein Unfall. Er ließ den Schlüssel auf die Farbpalette fallen. Wie können Sie da so sicher sein? Wir wissen es, weil auf der Farbpalette die einzige blaue Farbe im ganzen Raum zu finden war, in die man den Schlüssel hätte fallen lassen können. Aber warum das Gemälde auf diesen Tisch legen, auf dem Dinge umfallen könnten und wo man gehört werden könnte? Vielleicht ist die Antwort vor meinen Augen auf dem Tisch. Dann gingen wir heute nochmal zum Tisch. Aha. Entdeckung in die Farbpalette wieder. Der Schlüssel wurde hier fallen gelassen. Höchstwahrscheinlich aus Versehen. Okay. Jetzt trennen wir nochmal die Schere. Sacre nom, ich fürchte, unser Dieb könnte diesen dieses benutzt haben, um das Bild aus dem Rahmen zu schneiden. Ich muss den Rahmen finden, um meine Befürchtung zu bestätigen. Ich sollte Monsignor Hastings aussuchen, damit er mir bei dieser Aufgabe hilft. Ich glaube kaum, dass der Dieb Zeit hatte, ein Buch zu lesen. Was hatten wir noch hier vorhin angeklickt? Achso, das. Ich bezweifle, dass der Dieb sich die Zeit genommen hat, irgendwelche feinen Arbeiten durchzuführen. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder mit dem Hastings reden, damit er uns hilft, da oben zum Kämmer zu die Bilder rabeln. Was brauchen Sie? Ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Was können Sie tun? Die Beweise in diesem Zimmer werden zu unserem Dieb führen. Okay. Wie können Sie wissen, was der Dieb als nächstes getan hat, nachdem er das Gemälde aus dem Rahmen schnitt? Kiste wurde vom Dieb bewegt. Der Dieb verwendet diese Kiste dort drüben, nachdem er das Bild auf seinem Rahmen schnitt, um es zu schieben oder vielleicht um es an eine bessere Position zu schieben. Was kann ich für Sie tun? Merci, Monsieur. Okay. Ja. Red heute mit ihm, dass es da hilft. Lagerbereich. Also den zeigt er mir jetzt erst an. Ha. Oh. Alors, unsere Furcht ist bestätigt sich. Dies ist der Rahmen der reumütigen Magdalena.
die aus Brüssel hergebracht wurde. Nachdem das Gemälde entfernt wurde, ließ man ihn ihr. Ich nehme an, die Polizei sucht nach dem Gemälde, nicht nach dem Rahmen. So, okay. Und was können wir da hinten noch angucken? Den Tresor? Nein. Das. Ich hab's schon wieder. Oh, hier. Alte und beschädigte Rahmen. Na toll. Meine Herren, haben Sie Miss Bavin gesehen? Sie wollte mit mir sprechen, nachdem der Bischof mir das Ohr abgekaut hatte. Aber nun scheinen die beiden verschwunden zu sein. Leider nicht. Dann kann ich es nicht so wichtig gewesen sein. Ich erinnere mich daran, dass Monsignore Christiansen laut Monsignore Estings im Westflügel seltsam benahm. Vielleicht sind dort weitere Nachforschungen erforderlich. Unglücklicherweise bleibt die Räumetücke Magdalene verschwunden, aber es sieht so aus, als hätte der Dieb dieses Zimmer betreten, als er sie gestohlen hat. Okay. So, was haben wir jetzt für Aufgaben noch? Sprich mit den Verdächtigen. Okay, dann sprechen wir noch mit den Verdächtigen. Wen haben wir noch? Mit ihr haben wir schon gesprochen? Nein, du gehst jetzt nicht nochmal dahin. So, da hinten müsste wieder der Pfaff stehen, genau. Schauen wir mal, was schnellreisentechnisch jetzt möglich ist. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat. Da kann ich immer noch nicht hin, dann vielleicht nochmal zu ihr. Ich weiß nicht, das ist der blöde, kläffende Hund wieder. Ja. Wir waren noch nicht im dritten Stock, ne? Aber sie war auch noch nicht wieder da, weil der Schal hängt noch an der Tür. Also, wir können aber auch nicht weiter hoch. Was ein Scheiß! Ein blauer Fleck. Ein Fleck. Farbe auf dem Schal. Ich habe diese Farbe schon einmal gesehen. Ich glaube, wir haben unseren Dieb. Ich muss mit Detective Inspektor Hartwig sprechen, um ihm meine Funde berichten, bevor Mademoiselle Goldsmith die Gelegenheit hat, aus dem Land zu fliehen. Okay, was noch hier? Eine gebogene Nadel steckt darin fest. Ein Unfall, da bin ich sicher. Okay. Das hat jetzt tatsächlich Sinn ergeben, nochmal daher zu gehen. Wir haben eine gebogene Nähnadel jetzt dabei. Ja, und wir laufen ganz schnell weiter. Um Inspektor. Hauptsache der Hund hört auf. Mein Gott, was treibt ihr denn da drin? Jesus Maria. Die haben den Hund nicht im Griff, würde ich mal behaupten. Zur Ausstellung, da ist ja der Inspektor gewesen zuletzt, oder? Ja, da ist er. So. Hey, euer Hammi! Wenn Sie sich um ihn kümmern wollen, nur zu. Habe ich irgendwas verpasst? Sprich mit
Die Hardwick. Ja, das versuche ich ja gerade. Eine Minute kann ich wohl... Ja. Ich werde Ihre Zeit nicht... Achso, jetzt ist er weg. Okay. Wenn Sie sich um ihn kümmern wollen... Nein. Ich möchte ja mit ihm sprechen. Ja, noch gar nicht abgeschlossen, das Zuckerwerk nicht. Aber da können wir ja auch nichts weitermachen jetzt. Wenn Sie sich um ihn kümmern wollen, nur zu... Herrgott, Sackelzifix, mit wem muss ich denn noch reden? Mit ihr nochmal? Was kann ich für Sie tun? Nichts kannst du für mich Merci, tun. Merci, Mademoiselle. Er, mit ihm können wir wahrscheinlich auch nicht mehr reden. Das macht mir auch keinen Sinn, mit ihm nochmal zu reden. Ich hoffe. Merci. Mit ihm nochmal reden. Mit dem Hastings vorher. Was brauchen Sie? Was? Nicht. Merci, Monsieur. Okay. Okay. Miss Coolsams. Ich möchte es ja bewegen, aber ich komme da jetzt irgendwie nicht ran. Hier unten. Da ist ja auch kein nichts mehr. Da steht die andere Schnepfe wieder. Der andere hockt noch immer da und dort Kaffeedringer. Und der Hastings sind da. Wir haben als Aufgabe, sprich mit den Verdächtigen. Meine Freunde. Ich breche jetzt hier ab. Wir machen das tatsächlich auf zweimal. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Und damit die Folge nicht noch viel länger wird als nötig, machen wir das jetzt so. Sollte euch die Folge gefallen haben, lasst mir doch bitte einen Daumen da und ein kostenloses Abo. Aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Euer Zockt. Und bis dahin, bleibt's gesund, werdet's gesund und genießt euer Leben, weil es ist Hauptplus uns. Führt's euch und Papa. Ah ja, da feit euch da.